Ice Pick Lodge Game Development. K-Simplex. Knock, knock. Was du hier vor dir hast, ist nicht das, was du normalerweise ein Game nennen würdest. Es ist wohl mehr eine interaktive Meditation, erschaffen aus sehr verstreuten Unterlagen, die uns auf seltsamen Wegen in die Hände fielen. Erschaffen haben wir sie den Instruktionen entsprechend, die uns der anonyme Übersender der Originalunterlagen hinterließ. Viele der fremdartigen Dinge und undeutlichen Ereignisse, denen du in diesem, wie auch immer du es nennen würdest, begegnest, lauern dort nur wegen der Anweisungen, welche uns genau hinterlegt wurden. Vielleicht war dies alles nur ein mysteriöser Scherz, obwohl es uns nach allem eher unwahrscheinlich erscheint. Falls es dich aber beruhigt, betrachte es einfach als nur eine weitere urbane oder besser silvane Legende. Wie auch immer, wir empfehlen, dies an einem dunklen, ruhigen Ort zu spielen. Und bleib besser allein. Ja, und damit herzlich willkommen zu Knock Knock. Einem, Horror-Adventure würde ich es nennen, das ich beim guten Kollegen Markiplier geklaut habe, wie so oft. Und mich hat dieses Spiel wahnsinnig gefesselt. Ich habe es teilweise schon gesehen, allerdings nur auf Englisch und habe dementsprechend mal wieder weniger verstanden, ihr kennt mich ja. Und deswegen fand ich es cool, dass es auf Steam jetzt auch auf Deutsch rausgekommen ist und habe gedacht, das muss ich spielen, zumal ich ja eh noch ein Horror-Let's Play brauche für meine Abi-Zeit. Auch das hier werde ich jetzt vorproduzieren. Ich weiß, dass also dieses Spiel wird es nicht das klassische Horrorspiel sein, das wir schon kennen oder das ihr schon kennt. Es wird, haben wir gerade im Text auch gehört, anders sein. Und ja, ich hoffe, wir haben, oder ihr habt genauso viel Spaß dran wie ich. Wir starten ein neues Spiel. Das hat mich geweckt, als wäre ein Fenster zerbrochen. Oder eine Tür würde geöffnet. Wird nicht einfach zu finden sein. Dies ist ein großes Haus mit dutzenden Räumen und einige habe ich lange nicht mehr betreten. Ich fühle mich in letzter Zeit so erschöpft. So. Verdammte Migräne, als würde jemand ein Loch in meinen Schädel bohren. Jetzt geht's los mit Knock Knock. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, spricht unser kleiner Freund hier in einer etwas ungewöhnlichen Sprache. Deswegen lese ich die Texte natürlich vor. Und jetzt geht's los. Wir sind also hier in unserem Haus und irgendwas hat uns geweckt. Und da klopft's schon an der Tür. Oh. Ich bin völlig übermüdet und ich kann einfach nicht einschlafen. Im Dunkeln sehe ich ständig seltsame Dinge, die bei Lichte betrachtet wieder verschwinden. Wie lange noch bis Sonnenaufgang? Ich finde die irgendwie witzig. Leertaste gedrückt halten. Ah, okay. Jetzt reparieren wir das Licht hier. Das ist ein bisschen heller. Ach, schön. Leertaste gedrückt halten. Ah. Und es klopft weiter an der Tür.
So, jetzt können wir nach da unten gehen oder... Moment mal, was ist mit der Zeit geschehen? Mir ist, als stünde er sie still. Warum endet die Nacht nicht? Irgendetwas ist hier oberfaul. Können wir... Ah. Drücke E oder Pfeiltaste hoch. Okay, jetzt bewegt sich die Uhr da oben. So funktioniert das also. Ich kann die Zeit vergehen lassen. Na gut, wenn er morgen nicht von selbst graut, dann bringe ich uns eben zu ihm. Uns, mich und das Haus. Die Sprache ist einfach genial. Ich bin so furchtbar müde. Ich schlafwandle sogar schon. Letzte Nacht erwachte ich und stand direkt hier bei der Tür. Wenn ich den Riegel nicht vorgelegt hätte, wäre ich draußen geendet. Zur Nacht muss diese Tür immer fest verschlossen werden. Oh, gar nicht gut. Ich gehe da mal noch nicht raus. Ich würde gern gucken, kommen wir da runter? Anscheinend schon, aber hier scheint es nicht wirklich was zu sein. Ich finde es cool gemacht mit diesem Spiel, dass es ja so im Prinzip zweidimensional ist, aber irgendwie auch dreidimensional, wenn man so nach vorne, nach hinten laufen kann. Finde ich cool gemacht. So, und jetzt müssen wir uns nach draußen wagen. Oh je, meine. Von hier kam also das Klopfgeräusch. War ich wirklich so unvorsichtig, die Tür zu entriegeln und nicht wieder zu verschließen? Ich habe Angst, nachts nach draußen zu gehen, aber ich muss nachschauen, um sicher zu gehen, dass es nur der Wind war. Ja klar, was soll's denn sonst gewesen sein? Doch, es gibt doch keine Monster. So, jetzt sind wir draußen. Oh, sehr sympathische Bäume. Können wir... Ah! Wir können also hier so durch den Wald laufen. Nach vorne, nach hinten. Und auch so. Wie weit geht es? Kann ich... Ah. Ah. Ziemlich weit scheinbar. Wahrscheinlich unendlich. Wahrscheinlich kommen wir irgendwann wieder vorne raus im Prinzip. So, ich weiß nicht so ganz genau, was wir machen müssen. Wie gesagt, ich habe von Markiplier bloß, jetzt verfalle ich schon komplett ins Schwäbische, bloß paar Minuten gesehen. Das hat mir nicht gereicht, um hier irgendwas zu verstehen. In diesem Spiel ist es allgemein anscheinend sehr schwer, was zu verstehen. Drücke E oder Pfeiltaste hoch. Okay. Zum Verstecken drücke E oder Pfeiltaste hoch. Was ist das für ein Geräusch? Die Uhr tickt wieder. Ich bin also endlich wach. Wie üblich, noch vor dem Morgengrauen. Aber die Sonne wird bald aufgehen. Ich muss nachsehen, ob alles in Ordnung ist. Im Traum war die Haustür unverschlossen. Jemand hatte geklopft. Ich musste nachschauen. Und dann kam ich im Wald wieder zu mir. Ich habe kaum zurückgefunden. So, wir können uns verstecken. Ah, verstehe. Aber das würde ich, habe ich jetzt, muss jetzt nicht sein, oder? Ich sehe jetzt hier noch keinen Grund, mich zu verstecken. Leertaste gedrückt halten. Hallo? Finde ich cool gemacht, wie er läuft. Ich erkenne mein eigenes Zuhause nicht mehr. Warum sieht es hier so leer aus? Wahrscheinlich lassen meine Augen nach. Ich sehe im Dunkeln schlechter und schlechter. Macht nichts. Ich muss nur noch ein wenig warten. Bis Sonnenaufgang. Bald.
Wir müssen also irgendwie bis Sonnenuntergang durchhalten. Sonnenaufgang natürlich. Während der nächtlichen Runden ist es unerlässlich, das Licht in jedem Raum zumindest kurz einzuschalten. Nur so kann alles wieder in Ordnung kommen. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Wenn das Haus in Ordnung ist, verschwinden die Albträume. Ich finde die Stimme so geil. Also die Sprache vielmehr. So, dann machen wir euch hier mal kurz das Licht an. Einen Moment. Ich warte, bis sich meine Augen an das Licht gewöhnt haben. Warte ein bisschen. Oh! Endlich! Alles ist an seinem Platz. Ich sehe jetzt klarer. Meine Wahrnehmung ist immer noch verschoben. Ich schlafe immer noch halb. So. Können wir das Licht hier auch einschalten? Jawohl. Ich möchte über Vergangenes nicht nachdenken. Es ist weniger beunruhigend, im Dunkeln zu leben. Schließt er wieder die Augen? Ich glaube, wir müssen immer warten, wenn er die Augen schließt. Nun ist hier ist alles in Ordnung. Weiter jetzt. Allerdings sollte ich das Licht beim Gehen wieder ausschalten. Es ist beängstigend. Wenn die Fenster hell erleuchtet sind, fühle ich einen durchdringenden Blick auf mir. Okay. Sollten wir das dann da unten vielleicht auch wieder ausschalten? Ist vielleicht besser. Ich weiß nicht genau, was für ein... Da war nichts. Der Morgen ist nah. Ich muss nur bis zum Morgengrauen überleben. Das ist alles. Und was war denn das da gerade da drüben? Ich weiß nicht genau, was uns hier für Monster oder Gegner erwarten. Wir können schneller laufen, wenn das Licht an ist. Warum sagt er verstecken? Muss ich mich verstecken oder war das was anderes? Okay. Auch ein bisschen komisch, wenn er seine eigenen Türen nicht aufkriegt, außer er muss sie so kompliziert hier aufschließen. Ach verdammt, jetzt Licht anmachen sollen. Was? I hear you breathing. Wer hat da gerade gesäuft? Ist da jemand? Ja, hinter dir! Vielleicht... was ist das? Ah, okay. Ich werde langsam verrückt. Ich muss das Haus fertig überprüfen und dann zurück ins Bett. Are you still here? Was? Nein! Alter, was war das gerade? Aber anscheinend verschwindet... Was war denn das? Seht ihr da oben? Da läuft was. Why try to get away? Alter, was ist das? Oh scheiße, wir müssen die Tür noch aufschließen. Geh runter! Alter. Was ist inside? Ich muss mich verstecken. Ich weiß nicht warum, aber ich muss mich verstecken. Jetzt. Ja, wo denn? Schnell. Alter, was ist denn das? Diese Unruhe verfolgt mich. Sie versucht mit aller Macht in meinem Kopf zu kriechen, als wäre sie lebendig. Okay. Alter, was war denn das gerade? Das ist leicht beunruhigend. Alter, was ist das? Tut es uns was?
Und was ist das jetzt? Ist da ein Loch in der Wand oder bilde ich mir das nur ein? Das ist nur Einbildung. Ach was, ich träume einfach nur wieder und es ist leicht zu beweisen. Sobald es hell wird, wird das alles verschwunden sein. Hä? Hä, wo bin ich jetzt? Was habe ich jetzt gemacht? Wo bin ich jetzt? Lange Perioden der Isolation beschädigen die Psyche. Ein müder Geist verzerrt die Wahrnehmung der Realität. Ich muss da ausbrechen. Ich fühle mich, als ob etwas Schauriges in meinem Haus geschehe. Ich weiß nicht, in welche Richtung wir müssen. Ich laufe einfach mal. Auch mal interessant, dass der Protagonist in einem Horrorspiel gruseliger aussieht als die Monster. Hä? Was sind das? Muss hier irgendwas machen? Okay, hä, sind wir wieder hier? Von Zeit zu Zeit sehe ich Dinge, die einfach nicht sein können. Manchmal sehe ich sogar neue Sterne am Himmel. Ich zeichne solche Dinge deshalb weder in den Archiven noch Berichten auf. Es ist nur eine Depression oder vielleicht etwas noch Schlimmeres. Sie sagen, dass es Somnolenz genannt wird und einen zum Schlafwandler machen kann. Aber auch das geht vorbei. Okay. Ich kann mich gerade nicht bewegen. Hallo? Ich kann mich nicht bewegen. Oh, Entschuldigung, ich war auf den falschen Tasten. Das ist ja blöd bei Horrorspielen, die spiele ich bei Horrorspielen, die spiele ich ja immer standardmäßig im Dunkeln. Dadurch sehe ich null. Kommt jetzt was? Okay, da redet was. Ich glaube, ich gehe lieber mal weiter. Da ist noch eine Tür. Ah, okay, jetzt sind wir da wieder eins. Okay, wir sind auch nicht kein, oder wir sind keins weiter, auch okay. Ich habe so das Gefühl, wir haben dieses Level nicht geschafft. Oder diese Runde. Tja, dann würde ich sagen, probieren wir das doch gleich nochmal in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, bye bye.